Szenen einer Revolution. Eine Woche im August 1991. Die Sowjetunion wird nie wieder das sein, was sie einmal war. Hallo, ich bin Mark Walton vor dem Kreml. Dieses Land steht an einem Scheitelpunkt. Der französische Historiker de Tocqueville sagte, am gefährlichsten ist es, wenn sich eine schlechte Regierung selbst reformiert. Dieser Reformationsprozess ist heute hier im Gange. Und neben der Möglichkeit einer Veränderung steht das potenzielle Chaos. Die Sowjetunion entstand aus der Asche des Ersten Weltkrieges. Lenins Vision nährte sich am Feuer der Revolution gegen eine korrupte Monarchie. Das Resultat war die Vereinigung vieler Republiken im kommunistischen Machtprinzip. Und nicht alle der Republiken traten dem Staatenbund freiwillig bei. Die Idee, dass Arbeiter ihr Leben selbst in die Hand nehmen und kontrollieren sollten, war mächtig und überzeugend. Wenn jedoch die Idee nicht überzeugte, halfen Terror und Nötigung nach. Das Ende des Zweiten Weltkrieges brachte der UdSSR den Status einer Supermacht. Jetzt gab es zwei Nationen, die in der Lage waren, die Welt in ein atomares Fiasko zu stürzen. Mit einem Waffenarsenal, das einen x-fachen Overkill garantierte und in der eisigen Politik des Kalten Krieges, lebten Sowjetbürger und Amerikaner in einer Welt des tiefen Misstrauens und der Verhetzung. Dann kam Gorbatschow. Nach dem Tod Tschernjenkos begann er als vierte Regierungsgeneration des sowjetischen Systems am Status quo des Kreml zu rütteln. Gorbatschow übernahm eine bankrotte Regierung, die von Ideen getrieben war, die nicht funktionieren konnten. Eine Regierung aus aktiven grauen Köpfen der Vergangenheit. Gorbatschow brachte Glasnost und Perestroika, Offenheit und Neustrukturierung. Das wurde ihm von Millionen mit Liebe und Bewunderung gedankt. Er versprach Osteuropa die Freiheit und läutete das Ende des Kalten Krieges ein. Doch obwohl er andernorts gefeiert wurde, wurden ihm aus den eigenen Reihen Knüppel in den Weg geworfen. Eine Wirtschaft, die um einen massiven Militärapparat gebaut war, konnte seinen Bemühungen nicht tatenlos zusehen. Gorbatschows Beliebtheit geriet gefährlich ins Wanken. Er beschloss, den gefährlich schmalen Grat zu gehen zwischen Reformern, denen alles nicht schnell genug ging, und der alten Garde, die Kompromissen gegenüber resistent in der Vergangenheit verwurzelt waren. Die Lage spitzte sich zu. Eine Wirtschaft, die zusammenzubrechen drohte, politischer Stillstand,
ein unglaubwürdiges System, enttäuschte Bürger. All das schien auswegslos auf ein Chaos hinzuführen. Die ersten Republiken forderten die Befreiung aus der sowjetischen Bevormundung. Die darauf folgenden Repressionen in ihren Straßen festigten ihren Widerstand. Aber auch unter den Kommunisten machte sich Chaos breit. Während 18 Monaten verließen 4 Millionen Mitglieder die Partei. Wichtige Reformpolitiker verließen Gorbatschows Regierung und warnten vor einer Gefahr aus dem rechten Lager. Trotz des Widerstandes der Altkommunisten, die eine Wende mit allen Mitteln zu verhindern versuchten, stimmte Gorbatschow der Unterzeichnung eines neuen Unionsvertrages zu, der den Republiken mehr Eigenständigkeit und Macht auf Kosten der alten Elite zusicherte. Das war der Stand der Geschichte, als die alten grauen Männer ihren verzweifelten Zug machten. Sonntag, der 18. August 1991. Der Mann, der versucht hatte, das alte kommunistische Weltreich neu zu strukturieren, fiel seiner repressiven Vergangenheit zum Opfer. Michail Gorbatschows Urlaubsdatscha wurde sein persönlicher Gulag. Während seiner Gefangenschaft machte der sowjetische Präsident ein außergewöhnliches Heimvideo, das nach seiner Rückkehr gezeigt wurde. Es zeigt, was wirklich mit dem abgesägten Präsidenten passiert war. Am Sonntag etwa um 17 Uhr entdeckte ich, dass alle meine Regierungstelefonverbindungen abgeschnitten waren. Und auch der Fernseher funktionierte nicht. Das war die Stunde Null. Um 18.27 Uhr kommt die erste Meldung. Gorbatschow abgesetzt. Hardliner übernehmen die Macht. Der CNN-Reporter gibt die Meldung der Nachrichtenagentur Reuters in London weiter. Demnach geht der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow nicht mehr seinen Pflichten nach. Von da an rissen die sich teils widersprechenden Meldungen über die Situation an der Kremlspitze nicht ab. Vizepräsident Gennady Janajew hat offiziell erklärt, dass er die Regierungsgeschäfte des Präsidenten übernehme. Auch die ersten Bilder des Sowjetfernsehens gehen um die Welt. Darin erklärt Janajew, dass er seit dem Montagmorgen regierender Präsident der UdSSR ist. Der Vizepräsident rechtfertigt sich mit meinem schlechten Gesundheitszustand. Aber ich bin gesund. Die Lüge von Gorbatschows Krankheit kommt aufs Tapet. Aus Gesundheitsgründen ist Gorbatschow nicht in der Lage, seinen Pflichten als Präsident der Sowjetunion nachzukommen. Diese Meldung wurde am Montag über das offizielle sowjetische Fernsehen verbreitet. Eine Lüge der neuen Machthaber, wie sich bald herausstellen wird. Tatsache ist, dass, ob Gorbatschow krank ist oder nicht, der politische rechte Flügel einen Putsch unternommen hat. Die Regierung setzt sich zusammen aus Kriuschkow, Vorsitzender des KGB, Pawlow, sowjetischer Premierminister, Pugow, Innenminister, Jasow, Verteidigungsminister. Der neue sowjetische Präsident verhängte als erste Amtshandlung für die Dauer von 6 Monaten den Notstand über die gesamte Sowjetunion. Ich sollte am 19. in Moskau sein zur Unterzeichnung des neuen Unionsvertrages zwischen den 6 Republiken und dem Kreml. Jetzt war die Zukunft des Unionsvertrages ungewiss. Die Unterzeichnung des Unionsvertrags am Dienstag hätte die Macht der Zentralregierung abgeschwächt. Ich denke, man sieht bestens, wie dieser Vertrag dem Putsch den Termin aufgezwungen hat. Sie sagen, wir tun das alles nur, um das drohende politische, ethnische und zivile Chaos und die Anarchie zu verhindern. Wir sehen uns gezwungen, ohne noch länger zu zögern, Gesetz und Ordnung wiederherzustellen, das Blutvergießen zu beenden und der kriminellen Unterwelt den gnadenlosen Kampf anzusagen. Eine Frage stellte sich jetzt, ob ein solches Regime, wenn es innerhalb relativ kurzer Zeit durch den Willen des Volkes abgesetzt würde, nicht ein viel größeres Blutbad anrichten würde. Ein militärischer Notstand bedeutet, dass man sich auf seine Kräfte verlassen muss. Und das ist gefährlich. Das kann eine nationale Katastrophe bewirken. Es könnte unser Land in einen Bürgerkrieg stürzen.
Die Putschisten zeigen militärische Muskeln. Die ersten Panzer sind in den Straßen Moskaus zu sehen. Sie gehen in Stellung. Auf den Ein- und Ausfallstraßen, an Brücken, auf dem Roten Platz, vor dem Kreml, vor der Fernsehstation. Moskau gleicht wieder dem Moskau der späten 70er Jahre, gleicht wieder dem Moskau des Kalten Krieges. Obwohl die meisten der bekannten Rundfunksender bereits unter Kontrolle der neuen Machthaber sind, ist der Informationsfluss unter der Moskauer Bevölkerung noch nicht gänzlich zum Erliegen gebracht. Angst macht sich breit. Die meisten der Sowjetbürger wissen bald, dass die Lage sehr, sehr ernst ist und dass es um alles geht oder nichts. Und wie reagiert die Welt darauf? Der amerikanische Präsident George Bush wurde während des Urlaubs von der Meldung überrascht. Sie erreichte ihn Sonntagnacht und schien ihm von solcher Tragweite, dass er sich anfangs sehr, für manche zu sehr, zurückhaltend äußerte. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aus Janajews Statement herauszuhören, dass er die Reformen rückgängig machen will. Aber er machte auch eine Äußerung, die sich später bewahrheiten sollte. Es ist auch wichtig zu wissen, dass ein Putsch auch misslingen kann. Ein Putsch kann am Willen der Bevölkerung scheitern. In Krisenstimmung reiste Bush zurück nach Washington, während der sowjetische Botschafter Kompletow Botschaften der Putschisten an das State Department überbringt. Dann kommen die ersten Meldungen von den Menschen hinter den Barrikaden in Moskau. Als erstes ist es ein Telefonanruf an die amerikanische Botschaft. Dann ein Brief an Präsident Bush, Boris Jelzin und den neu formierten Widerstand mit der Bitte um Hilfe. Noch am selben Abend festigt Bush seinen Standpunkt und verlangt Gorbatschows Rückkehr. Bis Montagabend wusste in Washington niemand, ob Gorbatschow überhaupt noch am Leben ist. Der britische Premierminister John Major ist der Erste, der die Verräter verurteilt. Es gibt wenig Zweifel, dass Präsident Gorbatschow von einer ungesetzmäßigen Kraft entmachtet worden ist. Die europäischen Außenminister hielten Krisensitzungen ab. Innerhalb 24 Stunden beschlossen sie, mehr als 1,5 Milliarden Mark Hilfsgelder für die Sowjetunion einzufrieren. Die Gemeinschaft setzt ihre wirtschaftliche Hilfe in Form von bereits gegebenen Krediten, Nahrungsmitteln und technischer Hilfe aus. Aber es gab auch die, denen der Putsch willkommen war. Iraks Saddam Hussein, Libyens Muammar Gaddafi und so mancher Palästinenser. Angst ging um, dass die erst kürzlich in Schwung gekommenen Friedensverhandlungen im Mittleren Osten zu Ende sein könnten. Dieser Prozess war durch gemeinsame Bemühungen von Gorbatschow und Bush erst möglich geworden. Ein Rückfall auf den Status quo im Mittleren Osten wäre jetzt, wo wir die Chance für einen Durchbruch haben, fatal. Auf dem Wenzelsplatz in Prag versammeln sich Tausende, um gegen den Putsch zu protestieren und an den Prager Frühling 1968 zu erinnern. Damals hatten sowjetische Truppen einen demokratischen Aufstand gegen den Kommunismus brutal unterdrückt. Und nicht nur in die Erinnerung der Prager kehrte der Schrecken der sowjetischen Invasion und die Gefahr eines neuen eisernen Vorhangs zurück. Dieser Schrecken saß auch den Deutschen, Polen und Ungarn im Genick. Alarmiert von der Krise trafen sich Politiker aus der Tschechoslowakei, Ungarn und Polen in Warschau, um Krisensitzungen abzuhalten. Nur Polens Lech Wałęsa ist überraschend leise. Noch sind 50.000 sowjetische Soldaten auf polnischem Boden. Wałęsa drängt seine Landsleute zur Ruhe und äußert sich nicht eindeutig zum Putsch. Der tschechoslowakische Präsident Václav Havel schickt 6.000 Mann an die Grenze seines Landes zur Sowjetunion. Er hat größere Handlungsfreiheit. Die sowjetischen Truppen haben die Tschechoslowakei bereits verlassen. In Bulgarien, das mit der Sowjetunion immer noch stark verbunden ist, kümmern sich die Bürger mehr um die Bewältigung der Not im eigenen Land als um Weltpolitik. Dennoch gibt es das Fernsehen und tiefe Anteilnahme. Wir haben es letzte Nacht im Fernsehen gesehen. Es ist sehr schlimm. Wir hoffen, dass es keinen sowjetischen Krieg gibt, kein Blutvergießen. Das hoffen wir auch in Bulgarien, dass es keinen Bürgerkrieg gibt, sondern Frieden. Freundschaft, Überwindung,
Bundeskanzler Kohl unterbricht seine Ferien und eilt zurück nach Bonn. Von allen westlichen Staatsmännern dürfte er Gorbatschow am nächsten stehen. Ihm hat er die reibungslose Wiedervereinigung zu verdanken. Ein besorgter Kohl appelliert an die Putschisten in Moskau, die Abmachung über den Abzug der sowjetischen Truppen aus der ehemaligen DDR einzuhalten. Noch etwa 300.000 sowjetische Soldaten sind hier zu diesem Zeitpunkt stationiert. Den Weltfinanzmarkt überrollt eine Schockwelle. Die Instabilität der Sowjetunion löst Panikverkäufe aus. Besonders in Deutschland, dem größten Handelspartner der Sowjetunion im Westen. Der deutsche Markt gibt an diesem Tag mehr als 9% nach. Japan 6%, London verliert mehr als 3%. Die Vereinigten Staaten reagieren mit 2% relativ gelassen. Aber die Getreidepreise fallen in den Keller. Die amerikanischen Bauern machen sich zu Recht Sorgen. Immerhin verlieren sie ihren größten Kunden für Mais. Während die Staatsmänner der Welt den Putsch verurteilen, sieht es so aus, als wäre er gelungen. Überall in der Welt versuchen besorgte Menschen, Verbindung zu ihren Freunden und Verwandten in der sowjetischen Heimat aufzunehmen. Meist ohne Erfolg. Der Putsch hat eine Welle der Angst ausgelöst. Noch zu lebendig ist die harte und grausame Sowjetvergangenheit. Aber sowohl in den Herzen der Bürger als auch der besorgten Politiker glimmt Hoffnung. Wird langsam wachsender Widerstand wach. Widerstand, der alle Hoffnung in einen Mann, ein Symbol des russischen Neubeginns setzt. Bereits Montagmittag, Jelzin zu den Bürgern Russlands. Wir erklären alle Entscheidungen und Resolutionen, die das Komitee bekannt gibt, für illegal. Wir sind sicher, dass das lokale Militär und die Ordnungskräfte sich an die bestehenden Gesetze und Erlässe des russischen Präsidenten halten. Die Saat, die Boris Jelzin, Präsident der Sowjetischen Republik Russland, der größten Republik der Sowjetischen Union, mit seiner Rede an die Bürger ausgestreut hat, beginnt aufzugehen. Mehr als 1000 Demonstranten umringen die Panzer. Sie reden auf die Soldaten ein. Überall in Moskau protestieren die aufgebrachten Menschen gegen den Putsch und gegen den militärischen Aufmarsch. Dieser Kommandant trägt ein Schnellfeuergewehr. Wird er es gegen uns benutzen? Ich nehme nicht an, meint dieser General, dass alle Kräfte in Uniform die Befehle befolgen. Die Armee wird niemals gegen die eigenen Leute kämpfen. Der Aufmarsch wird von Eliteeinheiten unterstützt. Der wohl bewegteste Tag in der jüngsten Geschichte der Sowjetunion geht zu Ende. Ein Tag, der in Ost und West für Aufregung gesorgt hat. Moskaus Straßen sind leer. Nur vor dem russischen Regierungsgebäude haben sich demonstrierende Menschen versammelt. Sie sind hier, um ihren Präsidenten Boris Jelzin zu unterstützen. Junge Moskowiter sitzen auf Panzern und singen Volks- und Protestlieder. Nach und nach fahren immer mehr russische Panzer auf. Das sind keine Soldaten, die loyal hinter den Putschisten stehen. Diese Militärs sind Angehörige von Truppeneinheiten, die sich loyal gegenüber Jelzin zeigen. Sie sind gekommen, um ihren Präsidenten zu schützen
und ihn in seinem Kampf gegen die Putschisten zu unterstützen. Wir sind gekommen, um diesen Platz zu bewachen. Unser Auftrag ist es, einen Wachgürtel um das Gebäude zu legen. Wir sind für Jelzin. Jeder hier ist für Jelzin. Und auf die Frage, warum er dann hier ist, meint er, dass ein Bewachungsbefehl nicht existiert. Glauben Sie, dass geschossen wird? Ich würde natürlich lieber nicht schießen. Und was denken Sie als Mensch über diese Situation? Wie glauben Sie, fühlt man sich, wenn man auf seine eigenen Leute schießen soll? Die Soldaten tun mir leid. Sie tun mir leid, wenn es zum Kampf kommen sollte. Wenn wir den Befehl erhalten sollten, zu schießen oder Handgranaten zu werfen, weiß ich nicht, ob einer von uns diesem Befehl Folge leistet. Ich hoffe, dass der Befehl nicht kommt. Am Dienstag, dem 20. August, erhält der Aufstand gegen den Putsch weiter Unterstützung. Am Morgen des zweiten Tages nach dem Putsch sind bereits Zehntausende auf den Beinen, um gegen die selbsternannte Übergangsregierung zu protestieren. Sie bauen Barrikaden um das Zentrum des Widerstands herum auf, um es vor eventuellen Angriffen der putschtreuen Kräfte zu verteidigen. Der Widerstand artikuliert sich öffentlich. Auskunft über den Gesundheitszustand Michail Gorbatschows wird verlangt und seine sofortige Wiedereinsetzung in sein politisches Amt. Im demokratischen Moskau werden die konservativen Kräfte aufgehalten. Die Demokratie wird siegen. Jeder Politiker sollte dort sein, wo sein Volk ist. Moskau wird zu einer Stadt, die sich auf Konfrontation einstellt. Eine Stadt der Barrikaden, der Straßensperren. Stündlich wächst hier der Widerstand. Aus der anfänglichen Angst der Russen wird langsam Zorn, wird langsam Wut. Die Lage, der zivile Ungehorsam der Moskowiter spitzt sich zu. Es wird klar, dass die Putschisten im Falle eines militärischen Eingreifens Tausende von Zivilisten würden töten müssen. Weiterhin rollen Panzer durch die Straßen. Vorbei an Passanten, die für Jelzin sind und für Gorbatschow. Jederzeit kann hier ein Konflikt entbrennen. Ein Bürgerkrieg, der das Leben vieler Tausender Sowjetbürger kosten würde. Am Abend des 20. August wird der Angriff vorbereitet. Auf dem Platz vor dem russischen Regierungsgebäude ist es still geworden. Moskowiter bilden einen Schutzring um den Sitz ihres Präsidenten Boris Jelzin. Es sieht aus wie eine friedliche Demonstration. Lieder werden gesungen, hinter den Barrikaden Brot an die Soldaten verteilt. Das Militär hier mitten in Moskau meutert. Die Putschisten werden nicht zulassen, dass sich diese Meuterei auf weitere Teile des Militärs ausweitet. Ein Angriff wird vorbereitet, auch auf die Gefahr hin, dass bereits Teile der Stadt vermint sind. Die Ehre der russischen Waffen wird nicht durch das Blut unseres Volkes beschmutzt. In der Nacht vom 21. zum 22. August gibt es erste Opfer. Mit einem Male flammt erneut die Angst auf, dass dieser Putsch in einem blutigen Bürgerkrieg enden könnte. Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge bewegen sich in großer Zahl auf das russische Parlamentsgebäude zu. Das Zentrum Moskaus gleicht einem Armeelager. Das Gerücht geht um, dass es sich um Eliteeinheiten der Putschisten handelt, die einen groß angelegten Angriff planen. Ich bin seit 6 Uhr morgens hier. Ich bin nicht zur Arbeit gegangen. Ich bin nirgendwo hingegangen. Meine Frau hat gesagt, dass ich nicht gehen soll, weil ich 2 Kinder zu Hause habe. Aber ich will nicht, dass meine Kinder ihr Leben als Sklaven verbringen. Das ist unsere letzte Chance, frei zu werden. Geistiger Tod ist fast so wie körperlicher Tod.
Diese regnerische Nacht in Moskau ist anders als die letzten Nächte seit dem Putsch. Die Menschen sind spürbar nervöser, angespannter. Wieder ist es die Angst vor dem, was passieren wird. Bisher wurden die Resolutionen der Putschisten weitgehend nicht befolgt. Die Ausgangssperre wurde missachtet. Das meuternde Militär zwingt die neuen Machthaber zu handeln. Dann ist die Konfrontation voll im Gange. Gasmasken, soweit vorhanden, werden verteilt. Panzer versuchen, die Barrikaden zu durchbrechen, werden selbst von Zivilisten überwältigt. Die Nachricht von zwei Toten wühlt die Menge zusätzlich auf. Reporter berichten, dass die Leichen in der Nähe der amerikanischen Botschaft gesehen worden sind. Putsch bricht zusammen. Während sich das Drama in den Straßen Moskaus ausbreitet, versuchen die Putschisten, ihren Druck auf die baltischen Republiken zu vergrößern. Damit wächst jedoch nur der Widerstand im ganzen Land. In Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, protestieren Tausende gegen die Machtübernahme. Das Parlament erklärt alle Beschlüsse der Putschisten als null und nichtig. Die ukrainischen Kohlearbeiter bereiten sich auf einen Generalstreik vor, mit dem sie sich den bereits streikenden Kollegen in Sibirien anschließen wollen. Auch in Moldawiens Hauptstadt gehen die Menschen auf die Straße. Der Premierminister verbietet Zeitungen, die die Meinungen der Putschisten vertreten. In Leningrad demonstrieren Hunderttausende. Leningrads Bürgermeister verurteilt die Machtübernahme als verfassungswidrig und kriminell. Auch Kasachstans Präsident verurteilt den Putsch. Der Präsident Usbekistans verweigert sämtliche Anweisungen der Putschisten. Eines der Hauptziele der konservativen neuen Machthaber ist das Baltikum. Hier lassen sie ihre Muskeln spielen. Eine Seeblockade wird eingerichtet. Linientreue Fallschirmjäger besetzen einen Zivilflughafen nahe Tallinn in Estland. Sowjetische Truppenverbände besetzen Rundfunk- und Fernsehstationen überall im Baltikum. Der litauische Präsident Landsbergis fordert seine Bürger auf, zivilen Ungehorsam zu begehen. Es gibt vereinzelte Zusammenstöße, bei denen eine Person getötet wird. Von Michail Gorbatschow gibt es noch immer kein Lebenszeichen. Ich habe während der letzten zwei Stunden zweimal versucht, ihn telefonisch zu erreichen, aber bisher ohne Erfolg. Das Komitee der Putschisten stört in keiner Weise die Kommunikationskanäle. Überrascht es Sie nicht, dass Sie noch auf Sendung sind? Doch, gewissermaßen schon. Ich dachte, dass wir nur noch gestern für ein paar Stunden senden könnten. Das selbsternannte Notstandskomitee verbot jetzt einige Zeitungen, jedoch ohne Erfolg. Die Druckereien arbeiteten weiter wie bisher. Ebenso sendeten die mit Verboten belegten Rundfunksender ohne Pause. Alle 20 Minuten unterbrachen sie ihr Programm für Live-Übertragungen von den Barrikaden. Jelzins Freunde richteten im Parlamentsgebäude eine komplette Rundfunkstation ein. Die Stimme Amerikas und der BBC strahlten weiterhin Nachrichten in russischer Sprache aus. Gorbatschow verfolgte die Ereignisse von seiner Datscha aus. Seine Wächter dachten nicht daran, sein Radio zu beschlagnahmen. Boris Jelzin kann ungehindert mit westlichen Staatsmännern telefonieren. Er sagt, dass sowjetische Truppen kurz davor stehen, das Parlamentsgebäude zu stürmen und dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Das russische Fernsehen zeichnet eine Rede auf, die kurz darauf um die Welt geht. Soldaten, ich bin sicher, dass ihr in dieser tragischen Stunde die richtige Entscheidung trefft. Der Besitzer russischer Waffen wird nicht vom Blut des Volkes bedeckt werden. Jelzins Appelle klangen bescheiden angesichts der Tragweite der fundamentalen Frage dieser Revolte. Werden die sowjetischen Soldaten einem Befehl, die Aufständischen anzugreifen, Folge leisten? Während die Welt abwartet, gibt es Anzeichen dafür, dass bei den Putschisten so manches schiefgeht.
Uns erreicht im Moment die Nachricht, dass Premierminister Pavlov eine Herzattacke erlitten hat. Es geht auch das Gerücht um, dass auch Verteidigungsminister Jasow krank ist. Eine Krankheitswelle scheint die neuen Machthaber nur wenige Tage nach dem Putsch zu erfassen. Irgendetwas geht unter den Führern des achtköpfigen Komitees vor. Die Putschisten spielen ihre letzte Karte aus, indem sie befehlen, Jelzins Parlament zu stürmen und auf alles zu schießen, was sich in den Weg stellt. Aber die Sondereinheit des KGB weigert sich. Der amerikanische Geheimdienst empfängt eine Anzahl von verschiedenen Nachrichten aus dem Moskauer Verteidigungsministerium, jedoch alle ohne Effizienz. Die sowjetische Marine, stille. Die sowjetische Luftwaffe, stille. Strategische Raketenstützpunkte, stille. Das Kartenhaus beginnt zusammenzustürzen. Langsam wird offensichtlich, dass der Putsch von Anfang an unorganisiert verlief. Bei einer der ersten Pressekonferenzen erscheint der Kopf der Putschisten, General Janajew, nervös und zitternd. Verlässliche Quellen aus Regierungskreisen berichten, dass Janajew und Pavlov betrunken waren, als sie beschlossen, Gorbatschow auszuschalten. Wahrscheinlich waren sie auch während des Putsches selbst betrunken. Gorbatschows Berater Venjamin Jarin sagt, er hätte Janajew im Kreml gesehen. Angst stand ihm in den Augen. Er war betrunken. Unglaublich aber war, dass Jarin und andere Gorbatschow-Treue aussagten, dass sie den Widerstand von einem Büro im Kreml aus zwei Türen neben Janajews Büro organisierten. Wir kontaktierten den Kommandanten des Kreml und er sagte, dass er für den Präsidenten sei und dass er seine Truppen unter unser Kommando stellen würde. Ein einziger Anruf signalisierte dem Westen das Ende des Putsches. Ich telefonierte mit Michail Gorbatschow. Es war ein gutes Gespräch. Gorbatschow ist noch auf der Krim. Er will entweder heute Abend oder morgen nach Moskau zurückkehren. Man kennt meinen Respekt gegenüber Gorbatschow und was ich von ihm halte. Ich war sehr froh zu hören, dass es ihm gut geht. Jelzin-treue Politiker fliegen zur Krim, um Gorbatschow abzuholen. Das Verteidigungsministerium befiehlt den Abzug aller Truppen aus Moskau. Verkehrspolizisten kommandieren Panzer und rasende Reporter. Ruhe und Ordnung kehren wieder in Moskaus Straßen zurück. Das sowjetische Parlament hebt sämtliche Beschlüsse des Putschkomitees auf. Gorbatschow nimmt wieder seinen Platz als Präsident ein. 72 Stunden nach der Stunde Null sendet das staatliche Fernsehen die Nachricht. Der Putsch ist misslungen. Der Präsident ist bei guter Gesundheit. Diese nationale Katastrophe konnte abgewehrt werden. Ein müder Gorbatschow kommt nach Moskau zurück. Es war das Ziel, den Präsidenten moralisch zu zerstören. Ihn und seine Familie. Aber es ist ihnen nicht gelungen. In den frühen Morgenstunden bewegt sich sein Konvoi in die Stadt. Obwohl er ein freier Mann ist, erwartet Gorbatschow eine äußerst unsichere politische Zukunft. Der Kommunismus befindet sich im Prozess der Auflösung. Die Verschwörer der alten Garde sind kaltgestellt. Vertrieben. Nach 1000 Jahren totalitären Machtanspruchs und drei albtraumartigen Tagen scheint die Macht zu guter Letzt in den Händen des Volkes. Der Sieg des Volkes. Die sowjetischen Bürger gehen in Moskau wieder auf die Straße. Diesmal jedoch, um ihren Sieg zu feiern. Ich bin gekommen, um bei meinen Freunden zu sein. Das Wichtigste ist, dass ich diese drei Tage in der Geschichte nicht wiederholen, damit wir so etwas nicht noch einmal durchstehen müssen. Ich drücke meinen tiefen Dank aus den heldenhaften Bürgern Moskaus, die unser Gebäude umringt und uns drei Tage lang vor einem Angriff bewahrt haben.
Die Straßensperren werden wieder abgebaut. Und derer, die im Widerstand gestorben sind, wird noch lange gedacht werden. Es ist schrecklich, dass Menschen sterben. Dass junge Menschen in dieser unglaublichen Schlacht sterben mussten. Ich will veranlassen, dass sie in der Kremlmauer ihre letzte Ruhe finden. Für diejenigen, die dafür verantwortlich sind, für die Verschwörer, ist das Spiel aus. Jeder geht seinem ganz persönlichen Schicksal entgegen. Premierminister Pawlow wird, nachdem er wegen seines Bluthochdrucks behandelt wurde, seinen eigenen Haftantrag unterzeichnen. KGB-Chef Kryutschkow wird vor sowjetischen Fernsehkameras entwürdigt. Verteidigungsminister Jasow ebenso. Innenminister Pugo begeht Selbstmord, als die Polizei ihn festnehmen will. Janajew, Baklanow, Starodubtsev, Tizjakov werden des Hochverrats angeklagt. Auf alle wartet die Todesstrafe. Ein aufgewühlter Gorbatschow wird bei einer Pressekonferenz mit einer Ovation empfangen. Er spielt nervös mit dem Kugelschreiber und hat Schwierigkeiten, ruhig und gelassen über die, die ihn verraten haben, zu sprechen. Diese Leute habe ich unterstützt. Ich habe ihnen geglaubt. Ich habe auf sie vertraut und es hat sich herausgestellt, dass sie nicht nur einen Putsch gegen den Präsidenten organisiert haben, sondern gegen die Verfassung, die Perestroika, die zivile Ordnung und gegen die Demokratie. Gorbatschow beeilt sich, sein unloyales Kabinett aufzulösen und nennt neue Namen für das Verteidigungsministerium und den KGB. Und er gibt ein Versprechen, das er bald brechen wird, dass er die kommunistische Partei neu strukturieren, aber nicht abschaffen will. Ich gehöre zu den Leuten, die nie ihre Position verheimlicht haben. Ich bin überzeugt, dass Sozialismus richtig ist. Ich habe nicht vor, meine Position zu verändern. Und ich werde bis zum Ende für die Erneuerung dieser Partei kämpfen. Aber Michail Sergejewitsch Gorbatschow ist in eine neue Welt zurückgekehrt. Während der Pressekonferenz wirft ihm ein Journalist vor, der Partei zu nahe zu stehen. Und vor den Toren des Hauptquartiers des totalitären KGB spielt sich eine unglaubliche Szene ab. Die Moskowiter Bürger reagieren ihren Zorn am Standbild von Felix Dzerzhinsky ab. Sie heben den Gründer des KGB von seinem Podest. Den Mann, der für die sowjetische Repression, Bespitzelung und Kontrolle steht. Ich glaube, wenn jetzt noch jemand einen Putsch versucht, ist er von Sinnen, wo er doch weiß, dass sich Hunderttausende im Lande klar zur Demokratie bekennen. Und darum ging es eigentlich. Das war die Botschaft. Darum ging es bei Gorbatschows Überleben. Darum ging es bei Jelzins Stärke. Gorbatschow überlebte den Putsch. Jelzin bewies Kraft. Die Sowjetbürger triumphieren. Aber es ist auch ein weiterer Schritt in die Zukunft der Sowjetunion und ihres Systems. Während einer historischen Sitzung des russischen Parlaments beschimpfte Jelzin Gorbatschow und zwang ihn, Auszüge aus einer Kabinettssitzung vorzulesen, die während des Putsches gehalten wurde. Nur zwei von Gorbatschows handverlesenen Ministern hatten sich seinem Sturz widersetzt. Dann strich Jelzin in einer direkten Herausforderung von Gorbatschows Macht die Namen von der Liste und setzte Namen seiner Wahl ein. Gorbatschow muss hilflos zusehen, wie Jelzin mit einem Handstreich die kommunistische Partei durch den russischen Schlamm zieht. Für Gorbatschow muss es ein seltsamer Augenblick gewesen sein, so von einem Mann behandelt zu werden, den er einst protegiert hatte und der ihn wieder auf seinen Präsidentenstuhl geholfen hat. 1985 teilten diese Männer die Vision einer Reform. Dann brachte Gorbatschow, der neue Generalsekretär der Partei, Jelzin nach Moskau. Dort wurde dieser bald Mitglied des Politbüros. Zwei Jahre später wurde er von Gorbatschow wieder gefeuert. Das war die Strafe dafür, dass Jelzin öffentlich die
Meinung vertrat, Gorbatschows Reformen gingen zu langsam voran. In politischen Kreisen galt Jelzin schon immer als Querdenker. Er war impulsiv, ungehobelt, autoritär, als Mitarbeiter schwierig und ein harter Trinker. Dennoch übt er auf das russische Volk eine magische Wirkung aus. Nach seinem Austritt aus der Kommunistischen Partei schlug Jelzin eine neue politische Karriere ein und wurde 1991 der erste frei gewählte Präsident der Russischen Republik. Er gewann die Wahl mit Bravour. Und jetzt, nach dem misslungenen Putsch, ist Boris Jelzin die dominante Persönlichkeit in der sowjetischen Politik. Auch die Welt sieht ihn jetzt mit anderen Augen. Ich sah Mr. Jelzin, wie er mutig, entschlossen und entschieden war. Wir haben mit ihm gejubelt, weil er das Ruder in der Hand hatte. Er hatte viele, viele Menschen hinter sich und mit der Zeit kamen all diese Leute hervor, um ihm zu helfen. Jelzin handelte schnell, um seine Macht zu festigen. Er ordnete die Durchsuchung des Hauptquartiers der Kommunistischen Partei in Moskau an und übernahm die Kontrolle des Informationssystems der Regierung. Der pragmatische Gorbatschow muss jetzt um sein persönliches politisches Überleben kämpfen, während er noch immer einer abgewrackten kommunistischen Partei Rückendeckung gibt. In der Geschichte der Kommunistischen Partei hat sie nie die Wahrheit gesagt. Ihre Politik hat auf einer Lüge basiert. Wir wollen wie Menschen leben. Wir brauchen den Kommunismus nicht. Wir haben genug davon. Die antikommunistischen Aktivitäten im Lande wachsen. Überall in der Sowjetunion werden Büros der Kommunistischen Partei geschlossen. Im Baltikum tun die Bürger laut ihren Unwillen kund, als sowjetische Truppenteile das Land verlassen. Überall wird die Vergangenheit begraben. Gorbatschow hat die Kommunistische Partei der Sowjetunion nicht verlassen. Er hat das Ziel, sie umzustrukturieren. Er ist ein Träumer. Er dachte, er kann die Partei reformieren. Daran glaube ich nicht. Wo war die Partei am ersten, zweiten, dritten Tag, als es wirklich ernst wurde? Jeder dort hat stillgehalten. Am Samstag nach dem Putsch versammelten sich tausende Moskowiter, um der Märtyrer zu gedenken. Dimitri Koma, 23 Jahre, Gabelstaplerfahrer und Held des Afghanistan-Krieges. Er wurde zerquetscht, als er auf einen Panzer kletterte. Ilja Krischewski, 28 Jahre, Architekt, erschossen, als er versuchte, auf ein gepanzertes Fahrzeug zu klettern. Wladimir Usow, 37 Jahre, Angestellter, von einem Panzer überrollt. Dann versetzt eine neue Meldung Moskau in Aufregung. Über das Fernsehen wird bekannt, dass Michail Gorbatschow die Kommunistische Partei verlässt. Er unternimmt Schritte, um das zu enthüllen, was er noch vor wenigen Tagen vehement verteidigt hat. Kurz daraufhin verbietet Boris Jelzin die Kommunistische Partei in der Russischen Republik. Die Parallele drängt sich auf. Das Begräbnis der Märtyrer, das Begräbnis Lenins Kommunistischer Partei. Die Zukunft der Union, des sowjetischen Systems, werden an diesem Trauertag mehr denn je in Frage gestellt. Für die Bürger der Sowjetunion ist es ein Tag, an dem sie von neuen Möglichkeiten träumen und ihre tragische Vergangenheit begraben können. Und darum mögen unsere Helden in Frieden ruhen und möge die Erde euch ein weiches Lager sein.